Ist meine Seele krank? Das lässt sich nicht so einfach beantworten. Aber es gibt Kriterien, die dir helfen zu erkennen, ob du mit einem Mediziner oder Psychotherapeuten sprechen solltest. Schauen wir uns zunächst ein paar Emotionen an. Zum Beispiel Angst, Hilflosigkeit, Antriebslosigkeit oder schlechte Stimmung. Das sind normale Gefühle, mit denen jeder von uns auf herausfordernde Ereignisse reagiert. Das können persönliche Probleme wie ein Konflikt oder eine Trennung sein. Aber auch Krieg und Krisen hinterlassen ihre Spuren. Ein Unterschied macht es jedoch, wenn diese Gefühle den Alltag beeinträchtigen. Also jemand zum Beispiel seiner Arbeit nicht mehr nachkommen kann. Oder die Familie nicht mehr versorgen kann. Oder wenn man es nicht mehr schafft, sich um sich selbst zu kümmern. Etwa wenig isst und schläft oder sehr viel schläft und sich zurückzieht. Oder wenn einem Angst davor hindert, vor die Tür zu gehen oder Menschen zu treffen. Wenn du dich in einem oder mehreren dieser Beispiele wiederfindest, ist es ratsam, sich Hilfe zu suchen. Eine erste gute Anlaufstelle ist der Hausarzt oder die Hausärztin.